Hey, wir sind Mihawk. Und ihr seid beim Diffus-Magazin. Und ihr seht What I Love. Sufjan Stevens, Age of Arts. Ja, bei mir eigentlich alle Apparatplatten. Caught in the Act. Ich weiß es nicht mehr, es war entweder Limp Bizkit, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water oder Eminem, Marshall Mathers LP. Ich kaufe keine CDs. Ich bin da auch ziemlich spontan eigentlich, was ich kaufe. Wenn ich auf einem Konzert bin, ist es gut, dann kaufe ich die Platte. Sufjan Stevens auf jeden Fall. Also ich finde, Sufjan Stevens hat halt echt die geilsten Gesangslinien auf der Welt. Also ich kann das jetzt nicht wirklich auf einen Künstler reduzieren. Das sind zu viele, viel zu viele. Future Special. Bei mir Petit Rouge aus Karlsruhe mit The Sea. Die Connection, Dream Koala. Julia Losfeld, Andrea. Auf jeden Fall von Moose Records. Ja. Aus Frankreich. Die werden auf jeden Fall richtig gut und richtig groß, denke ich. Ansonsten... Maria Minerva. Mhm. Die ist ja schon groß. Die ist schon groß, ne? Wie heißt es von 100 Tricks Point Never? Still Life, auf jeden Fall Still Life von 100 Tricks Point Never. Ziemlich verstörend. Ja. Raffman, Regisseur gewesen. Hammer. Lieblingssong. Wie heißt denn eine von, auch von Apparat mit Soap and Skin? Den finde ich so gut. Ich bin gar nicht so der Apparat-Fan. Ja, aber der eine Song, der auch bei Breaking Bad war. Ah ja, Goodbye heißt der. Goodbye, ja, der ist hammergut. Den nehme ich. Der ist hammergut.